wunderbar. Das freut mich, wenn die Technik klappt. Ach, wie wunderbar. Es wird mit Sicherheit ein spannendes Gespräch, das glaube ich jetzt schon mal. Und wir geben einfach ein bisschen Zeit, ne, dass die Leute reinkommen. Nicht immer klappt das ja sofort beim ersten Mal. Vielleicht haben wir eben wegen dem Unwetter auch mal eine schlechte Verbindung. Dann probiert man es ein zweites Mal. Also da nehmen wir uns einfach jetzt ein bisschen Zeit. Dass die Leute sich gemütlich machen, ein Glas Wasser holen können und... Genau. Feierabend zurücklehnen, genießen und unserem Talk ein kleines bisschen eben bei dem Plausch ein wenig zuhören und gerne auch interaktiv mitmachen, indem man einfach Fragen stellen kann. Das haben wir uns so gewünscht, dass Menschen sich melden, dass sie Fragen stellen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, Ralf. Das ist dein Herzthema. Ja. Und vielleicht als allererstes, ich darf dich vorstellen, beziehungsweise ich würde sehr gerne dich einladen, dass du dich vorstellst. Manche kennen dich, manche vielleicht nur vom Namen. Bitte, Bühne frei. Vielen lieben Dank, dass ich teilnehmen darf an diesem wunderbaren Talk mit euch, mit dir, liebe Ruta. Vielen, vielen Dank für die Einladung zu euch in die Sendung hier live talken bei Zoom Call für New Spirit Forum. Vielen Dank an dieser Stelle, sage ich recht herzlich. Mein Name ist Ralf Scharrer. Ich bin Schauspieler, Autor und Designer. Aber das war nicht immer so. Ich erzähle ein bisschen was über die Geschichte, über ja letztlich eben auch meine Biografie. Werden wir ein bisschen vor- und zurückblättern, manchmal ein bisschen wie im Film eben auch mit Vor- und Zurückblenden. Und ich möchte gerne eben, besonders ist mir wichtig, das Thema Stalking ansprechen, in dem ich eben ganz Experte geworden bin, nicht nur als Autor, mich damit viele Jahre beschäftigt habe, sondern eben auch Experte geworden bin und ich in Köln eine Organisation gegründet habe. Und deshalb vielen Dank für die Möglichkeit, hier ein bisschen zu plaudern. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du Zeit hattest. Sehr, sehr gerne. Ja, ich begrüße eben alle Zuschauerinnen und Zuschauer an dieser Stelle eben heute hier am Mittwoch nach Abend um 19.30 Uhr. Macht's euch gemütlich. Es wird, wie gesagt, spannend. Ich bin geboren in der Blattgoldschlägerstadt in Deutschland. Das muss man sich vorstellen. Das ist eine Stadt, die kein Mensch kennt. Die heißt nämlich Schwabach. Und in Schwabach war mein Schulweg zur Grundschule. Und der ging eben so an 2, 3 Blattgoldschlägereien vorbei. Ein Produkt, das überall in der Welt bekannt ist. Ob das jetzt eben an der Bibel war, der Rand, oder in Gesangsbüchern, oder eben die Zwiebeltürme in Moskau, die Goldelze in Berlin. Alles trägt das Schwabacher Blattgold. Und es ist ein wirklich, wirklich hartes Handwerk. Und mein Schulweg ging an 2, 3 Blattgoldschlägereien vorbei. Und so komme ich später eben auf das Thema, warum das Schwabacher Blattgold für mich heute als Designer mir das Thema Gold ja quasi in die Wiege gelegt worden ist. Ich hatte also eine fantastische Kindheit, das kann ich jetzt schon sagen. Sie war nämlich unglaublich frei und sehr kreativ. Das heißt, man muss sich vorstellen, ich durfte ein Instrument lernen. Ich war im Kinderchor, ich habe gesungen. Ich war auf einem Abenteuerspielplatz, erst nur die 6 Wochen Sommerferien. Und dann habe ich so viel Liebe daran gefunden, sich zu verkleiden. Also Schwabach ist jetzt in der Nähe von Nürnberg. Und Schwabach kennt kein Fasching, da feiert man 2 Stunden Fasching und dann war es das. Aber ich freute mich eben so, dieses Verkleiden, dieses in eine andere Rolle schlüpfen. Und es war eine tolle Zeit, in der ich, wenn wir so ein Wetter wie heute hatten, und ich hoffe, da draußen euch allen geht's gut, ihr seid trockenen Fußes halbwegs irgendwie da, wo ihr jetzt seid. Und ich durfte also dann bei Regentagen, da war so ein Stadtbetreuer dann eben auch da, der sich um die Kinder kümmerte. Und das war so Kinder zwischen 7 und 14 Jahren. Wir bastelten aus Salzteig Marionetten und dann konnten wir am Sommerfest eben die Eltern einladen und konnten wir unser Theaterstück vorführen oder unser Marionettenstück vorführen. Also das sind meine Wurzeln, ich glaube, von meiner künstlerischen Tätigkeit bis heute. Also die Wurzeln sind sehr, sehr tief in die Kindheit zurück. Ja, und so kam es, dass ich dann irgendwann, als ich gefragt wurde, Ralf, was möchtest du denn mal werden? Und ich sagte so, Schauspieler. Och ja, und von was willst du leben? Naja, ganz klassisch, warum? Es konnte sich niemand vorstellen, dass aus Schwabach jemand irgendwie Schauspieler wird, weil wir hatten nicht mal ein Theater. Wir hatten 2 Kinos, das war's. Und so war mein Kindheitstraum erstmal auf Eis gelegt. Ein Kindheitstraum, den ich in der Schule ausleben konnte. In der 1. Klasse spielte ich Wachtmeister Dimpfelmoser, Räuber Hotzenplotz, also ganz toll. Und dieses Lampenfieber, das war irgendwie immer da und ich hatte da Blut geleckt. Blut geleckt auf diesen Beruf, Spaß zu haben, Menschen zu unterhalten.
in die Unterhaltungsbranche zu gehen. Das war ein großer Traum, der so weit weg war. Und dann war ein zweiter Kindheitswunsch, denn wir bekamen immer zu Weihnachten einen Kinderkaufladen. Und dann war dieses Kinderspielen eben von Weihnachten bis Silvester und dann kam der wieder weg. Und somit blieb das immer etwas Besonderes. Also guten Tag, Frau Müller, wie geht's Ihnen? Darf es ein bisschen mehr sein? Dieses Verkauferlinspielen. Oh mein Gott, das hat mir so viel Spaß gemacht. Und im Alter von 11, 12 Jahren habe ich so eine Betriebslehre gemacht, so eine Schnupperlehre und wollte eigentlich Bäcker werden. Aber um Himmels Willen, um 2 Uhr nachts aufstehen, das war halt gar nichts. Gar nichts für mich. Und entschied mich dann wirklich eine klassische Ausbildung als Kaufmann im Einzelhandel zu machen. Und der IHK-Prüfungstag meiner Ausbildung, den ich gemacht habe im Reformhaus. Warum Reformhaus und nicht Supermarkt? Weil ich Lebensmittel immer wertig finde. Ich ernähre mich, damit ich viel Energie aus meinem Körper ziehen kann und nicht nur, dass ich einfach nur satt bin, damit der Körper Ruhe gibt, sondern eben ich Energie ziehen kann. Und ich fand Reformartikel immer wertiger als jetzt konventionelle Lebensmittel. Und der Prüfungstag meines mündlichen Abschlussprüfungstags von der IHK damals in Nürnberg, Nürnberg und Schwabach, Mittelfranken, das liegt so nah beieinander, war der Eröffnungstag, der 1.7.1995 von meinem eigenen ersten Geschäft, Naturfeinkost Scharrer, nannte ich dieses Geschäft. Es war ein Fachgeschäft mit Charakter, mit Bedienung, mit Beratung, mit Käsetheke und Wein. Und ich hatte als Bio-Pionier damals ein Fachgeschäft gemacht wie Alois Dallmayr in München, nur war ich der Scharrer in Nürnberg etwas kleiner und hatte also mit Fliege oder mit Krawatte und weißer Schürze bis zum Boden runter die Kunden bedient. Und das wollte ich eigentlich, Ruta, 5 Jahre machen, um dann meinen zweiten Wunsch der Schauspielerei mich zu widmen, um nach Berlin, nach Köln oder nach Hamburg zu gehen, um auf eine Schauspielschule zu gehen. Nun war es aber so, dass ich vergessen habe, aufzuhören. Ich habe also gut Geld verdient. Ich habe, nach 3 Jahren war ich schuldenfrei. Ich hatte als 18-Jähriger 100.000 Schulden. Die waren nach 3 Jahren weg und dann ging das Geldverdienen los. Und dann war ich am Ende eben eingeladen bei ja, meinen eigenen Kunden auf den Partys und Gartenfesten und Gartenpartys. Und am Ende war die Stadt Nürnberg der Kunde von mir. Es lief also, um es klar zu sagen, richtig gut. Und es gab Abende, da ging die Kasse voll Geld nicht mehr zu. Eine glanzvolle Zeit, in der ich, ja, wie gesagt, ganz vergessen habe, in diesem Hamsterrad aufzuhören. Und dann passierte Folgendes. Ich hatte das Ohr immer am Markt und plötzlich vertut sich das eben so, dass Aldi, Lidl, Norma auf einmal eben auch Bio-Ecken einbaute, dass es Bio-Supermärkte gab, weg von den kleinen Bio-Märkten, Bio-Läden, hin zu diesen Bio-Supermärkten. Und ganz ehrlich, ich stellte mir damals mit 25 die Frage, es war dann das 7. Jahr, Ralf, ist das dann noch deine Arbeit? Ist das dann noch deine Arbeit? Du sitzt nur noch im Büro, verhandelst Preise, hast Mitarbeitergespräche, wächst und bist Filialist? Nein, es wäre nicht mehr. Guten Tag, Frau Müller, hat Ihnen der Käse zum Wein geschmeckt und was darf es fürs Wochenende sein? Und so habe ich entschieden, Hals über Kopf aufzugeben, zu verkaufen, meine Koffer zu packen und in eine Großstadt zu ziehen. Und ja, nun war es für mich in Schwabach, wo ich herkam, nicht leicht, wenn du merkst, Ralf, du bist irgendwie anders. Anders damals schon in der Schule. Ich war bei Handarbeiten. Ich war irgendwie mit Mädels mehr Gummihüpfen, als ich mit Jungs dann irgendwie im Pausenhof mich beschäftigt habe und habe gemerkt, in meinem Leben gibt es mal kein Mädel. Und das in dir zu spüren, in einer Zeit, wir reden hier von den 90ern, zu sagen, oh Gott, wie oute ich mich denn und bin ich krank und vielleicht vergeht das ja. Oder vielleicht gibt es eine Medizin dagegen. Wenn du geboren wurdest als, naja, das ist eben normal. Also ich rede jetzt mal von, Gefühle haben keinen Platz in der Erziehung. Ein Junge weint nicht, schäm dich, stell dich in die Ecke. Und dann kommt plötzlich eben dieses Gefühl hoch, oh Gott, du bist schwul. Was machst du denn jetzt? Also habe ich nur einen Weg gefunden, mich zu outen. Outen bei der Familie mit großer Angst, verstoßen zu werden. Und ich hatte riesen Glück, dass meine Familie gut hinter mir steht und stand damals und sagte, du bist doch trotzdem unser Ralf. Das war für mich ein Wahnsinnsmoment. Wunderschön, Ralf. Das ist richtig, man merkt, du hast was durchgemacht. Und vor allem, glaube ich, damals, du kommst ja aus einer kleinen Stadt, wo vielleicht nicht jeder jeden kennt, aber wenn du besonders selbstständig warst in jungen Jahren und mit so einem besonderen Geschäft, dann warst du bekannt.
Ja, und dann kommt noch die Geschichte und die Menschen, ich weiß selber, wie es in den kleineren Städten vor sich geht, oh Gott, hast du schon mal gehört, ne? Ja. Das hat dir bestimmt auch ein bisschen zu schaffen gemacht. Das ist vor allen Dingen eben für die Familie nicht leicht, ne? Also ich bin dann damals mit 18 ausgezogen, obwohl Platz genug gewesen wäre, ausgezogen, weil ich Angst hatte, jemand mit nach Hause zu bringen. Angst hatte, weil ich gedacht habe, das geht ja nie, wenn du im jugendlichen Alter dann merkst eben, es wird kein Mädel geben. Und deswegen, ja, es ist der Tag, an dem ich letztlich mich geoutet habe, der hat so viel Kraft gekostet und war so anstrengend. Aber in dem Moment ist diese aufgestaute Angst und Sorge wie eine Steinplatte von der Brust gerollt und dann war ich frei und habe gedacht, okay, Ehrlichkeit ist für mich mein Weg immer der einfachste, weil dann musst du nicht überlegen, wem hast du was erzählt und wo musst du jetzt aufpassen, dich nicht zu verplappern. Und so habe ich für mich entschieden, ehrlich zu leben, ehrlich zu sein, ist für mich der schönste Weg überhaupt. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben. Ich spule jetzt ein bisschen vor in meiner Biografie und komme auf die Jahre, wo ich dann in Köln angekommen bin, auch weil Köln eine tolerante Stadt ist, weil sie offen der Homosexualität war, weil es Kneipen gab, weil man sich treffen konnte und weil ich dort eben dieses Leben führen konnte, von dem ich irgendwie gedacht habe, da fühle ich mich wohl. Es gab Clubs, es gab Partys und es war wirklich eine schöne Zeit. Ich hatte ja auch ein kleines bisschen was nachzuholen, denn ich habe 70, 80 Stunden die Woche gearbeitet. Und so war es dann, dass es wirklich also eine sehr, sehr schöne Zeit war. Und ich hätte fast vergessen, warum ich nach Köln kam, vor lauter Party und Feiern. Es war die Schauspielerei, die mich interessierte und faszinierte. Und irgendwann, ich gedacht habe, ich muss mich jetzt bei einer Schauspielschule anmelden. Und ganz ehrlich, ich wurde zurückgeschickt. Zurückgeschickt, weil ich den fränkischen Dialekt gesprochen habe und dachte, ich spreche Hochdeutsch. Und dann sagten die so, naja, da müssen Sie mal wieder 3 Stufen zurück und müssen das mal raustrainieren und dann kommen Sie nochmal vorbei. Aber neben dir sind halt 300 andere Leute, die 18 Plätze belegen wollen. Ein Jahr später stand ich wieder an der Tür, klopfte und zeigte meine Farben. Und das sagt man in der Schauspielerei so, wenn du vor fremden Leuten deine Farben zeigst, dann wollen sie sehen, was du künstlerisch drauf hast. Sie wollen deine darstellende Kraft in der Darstellung eben sehen. Und dann hatte ich Aufgaben bekommen vor dem Prüfungsausschuss. Fremde Leute, ich als kleiner Ralf, der dann da stand und sagte so, okay, und das Ende der ganzen Prüfung war, ich soll jetzt weinen. Und bitte, also ich sollte eine Geschichte erfinden und spielen. Und am Ende die Zeit einhalten und weinen. Und das war meine Eintrittskarte, mein Einlass in die große, weite, bunte Welt der Schauspielerei. Und das waren 3 Jahre Ausbildung, die ich hier in Köln gemacht habe. Und darüber bin ich sehr, sehr froh und dankbar. Und grundsätzlich bin ich ein dankbarer Mensch, weil ich nichts für selbstverständlich halte. Und deswegen sage ich immer, es ist so gekommen, wie es kommen musste. Und dann hatte ich einfach wirklich viel Glück, dass ich auf kleinen Bühnen spielen durfte. Und jetzt komme ich auch mal zu Niederlagen. Niederlagen, die in der Schauspielerei, du denkst, du bist jetzt fertig und jetzt wartet das Fernsehen auf dich. Nein, so ist es gar nicht. Also du musst wirklich anfangen auf den kleinen Bretterbühnen. Und so stand ich mal mit 14 Kollegen für ein Stück Marat-Sat, also die große, große Kunst, von Peter Weiß geschrieben. Und es waren genau 3 Zuschauer. 14 Schauspieler. Und alle waren verzweifelt und sagten, um Gottes Willen, wir waren völlig unbekannt. Jeder war unbekannt. Und dann waren sie so verzweifelt, sagten, nein, wir müssen absagen. Und jetzt kommt eine Motivation, die ich allen Team gegeben habe. Und zwar, Leute, die haben Eintritt bezahlt, um uns als unbekannte Schauspieler zu sehen. Die wollen unterhalten werden. Also müssen wir doch spielen. Es könnte doch auch sein, übrigens, jeder will doch irgendwie in der Schauspielerei vorankommen. Und vielleicht sitzt da ja auch ein Steven Spielberg im Publikum. Wer weiß. Und dann haben wir gespielt, als gäbe es kein Morgen mehr. Das ist so schön. Ich glaube, das haben manchmal auch bei uns in den ersten Veranstaltungen, die wir veranstaltet haben, saßen mal 2 Leute drin, mal 3. Und diese Motivation zu haben, einfach weiterzumachen, unser Bestes geben, weil die 2 oder 3, die können ja nicht dazu, dass die anderen 50 noch nicht da sind, richtig? Genau,
genau. Und deswegen, man gibt sich sein Bestes und wer weiß, man tut etwas, deine Schauspielerei, deine Kunst, die du dargestellt hast, ist ja auch geben. Du gibst ein Stückchen von dir, deine Emotionen, dein Können. Ja, ja. Ich habe etwas in der Hand, das nenne ich mein Baby. Und wenn ich sage, ein harter Weg, ein steiniger Weg, dann kann man sich das nicht vorstellen. Ich werde später ein bisschen mehr darüber erzählen. Mein Buch heißt Dem Wahnsinn entkommen, ein Stalking-Roman. Und wie es dazu kam, ähnliche Schwierigkeiten wie bei der Verlegung von Harry Potter, dass ich sage, dass ich so viele Absagen bekommen habe, das kann man sich nicht vorstellen. Dazu später aber gleich ein bisschen mehr. Aus dem Buch werde ich übrigens auch meine Lieblingsstelle lesen. Wenn ihr also Lust habt, das Wetter ist ja eh miserabel draußen, dann werde ich so 10 Minuten, eine Viertelstunde aus meinem Buch gerne lesen und euch gerne hier eben ein bisschen meinen Schreibstil näher bringen. Und das ist so meine Idee, wo wir sagen, Mensch, wir füllen die Sendung eben mit Leben hier. Ja, ja, das war so der Weg eben in die Schauspielerei. Und dann hatte ich einfach wirklich Glück. Ich bin ein offener Mensch immer gewesen. Ich war immer sehr unkompliziert. Und gerade in Köln ist dem Kölner sein Leben eben in der Kneipe. Und da findest du wirklich vom Chefarzt bis zum Arbeitslosen alles, ohne dass eine Wertung gemacht wird. Und da zählt der Mensch eben. Und das Leben ist so pulsierend hier. Und auch als Designer heute ziehe ich mir meine Ideen schon eben ganz viel eben aus der Stadt. Und ja, das ist so letztlich eben ganz wunderbar gewesen, weil ich sehr offen war. Und dann gab es tatsächlich Castings für Die verbotene Liebe, für Unter uns. Und dann habe ich die Rolle gespielt von Markus Kranz in Unter uns. Und das war für mich schon so ein kleiner Ritterschlag. Und wenn ich dann mal gesagt habe, Mami, Papi, schaltet heute Abend mal ein, ich bin im Tatort oder ich bin eben hier bei Unter uns. Da wurde über die Bäckerin, die Metzgerin, die Nachbarin, die Kindergärtnerin und die Lehrerin, es wurde alles angerufen, unser Sohn. Und dann war für mich klar, irgendwas scheint aufgegangen zu sein. Und es war für mich schon eben auch ein großes Moment, wenn ich sagen kann, ja, da ist etwas passiert. Und das ist auch wieder keine Selbstverständlichkeit, dass man von der Schauspielerei leben kann. Und das Leben schreibt die berührendsten aber auch die spannendsten Geschichten, liebe Rota. Und auf meiner To-Do-List stand nur Schauspieler, nicht Autor. Aber so hat es sich dann eben zugetan, dass ich selbst mal irgendwann plötzlich in einer Lebenssituation war, wo ich gedacht habe, na, was ist denn jetzt auf einmal los? Ich konnte kaum mehr klar denken, weil ich plötzlich das Thema Stalking in meinem Leben hatte. Und leider darf ich nicht alles sagen, was sich zugetan hat, weil es Klagen gab. Und deswegen muss ich an dieser Stelle meine eigene Geschichte brechen. Aber je offener ich da draußen wurde mit meiner Geschichte, Menschen eröffnet habe, Mensch, mir ist das passiert und ich brauche jetzt Hilfe, ich brauche Unterstützung, habe ich gerade bei Frauen gemerkt, oh, ich auch. Und mein Ex-Partner stalkt mich auch. Und jetzt muss ich erstmal, glaube ich, erklären, was Stalking ist. Wenn wir im Lexikon oder bei Google unter dem Begriff Stalking nachschauen, dann können wir heute ab dem Jahr 2007 Folgendes daraus lesen. Beharrliche Nachstellung, unaufhörliche Kontaktaufnahme. Das alles beinhaltet Stalking. Stalking ist ein englisches Wort und heißt eben auflauern, nachsehen. Also immer wieder dieses Beharrliche, die Energie eines Besessenen, muss man sich vorstellen, das und nicht weniger ist Stalking. Davon haben viele schon mal gehört, auch ich, und habe gedacht, mein Gott, wenn eine Madonna dann einen Stalker hat, wow, die ist so prominent, die hat es geschafft, weil irgendjemand was von ihr mehr will, als sie zurückgibt. Und dass es im Prinzip, liebe Ruta und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da draußen jeden treffen kann, das hätte ich im Leben nie geglaubt. Und so fing ich an, mich für dieses Thema mehr und mehr zu interessieren und habe gemerkt, hoppla, da gibt es ja gar keine Anlaufstellen. Viel zu wenig Informationen. Es gibt viel zu wenig bei der Polizei an Informationen. Man wird eher wieder weggeschickt und wir sind hier keine Eheberatungsstellen, haben mir Beteiligte eben gesagt. Und plötzlich war ich in so einer Situation, wo ich gedacht habe, Moment mal, da muss man doch was tun. Das kann doch nicht sein. Und so passierte es eben, dass ich gedacht habe, ich glaube,
Darüber muss man mal ein Buch schreiben. Aber nicht einen fiktiven Roman, der nur an der Oberfläche kratzt, der erfunden wurde, sondern so kam die Idee, dass ich aus vielen verschiedenen Geschichten eine neue geschmolzen habe und somit ich aus inspiriert von wahren Geschichten schreiben darf. Und damit hat dieses Buch nochmal viel mehr Kraft, diese Geschichte nochmal mehr Kraft, weil sie aus wahren Geschichten entstanden ist. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und gerne die Buchzusammenfassung auf der Rückseite lesen, wenn ich darf. Ich bitte dich darum, danke. Dem Wahnsinn entkommen, ein Stalking-Roman, inspiriert von wahren Geschichten. Ich wünsche gute Unterhaltung. Tropfendes Regenwasser, raschelnde Blätter. Ein jagender Marder, der auf der anderen Straßenseite das Licht der Bewegungsmelder aktiviert. Ich erstarre, mit rasendem Puls, stockendem Atem. Denn sie alle könnten er sein. Unten im Garten könnte er im Schatten der Tanne warten, hinter der Hausecke kauern und in mein Fenster starren. Überall, jederzeit. Vielleicht ist er längst hier. Sieht mir heimlich zu, wenn ich schlafe, dusche, die Kleider wechsle. Weil er mich liebt, sagt er. Weil er mich lieben will. Was sieht er bloß in mir? Es sind bloß drei Buchstaben, die Sarah Wellners Leben für immer verändern. Zwei Konsonanten und ein Vokal, die sie in den Wahnsinn treiben. Ihr Leben schleichend bedrohen. Max, ein erfolgreicher Geschäftsmann. Charmant, großzügig und verrückt nach ihr. Von ihr besessen und dazu bereit, sich mit nur jedem erdenklichen Mittel in ihr Leben zu drängen. Blumensträuße, die sich in tote Tiere verwandeln. Liebesnachrichten, die zu Bedrohungen werden. Urlaubseinladungen, die sich zu Befehlen entwickeln. Womit soll es enden? Je öfter Sarah ihren Verehrer in die Schranken weist, desto schlimmer wird es. Wie weit würde er gehen, um sie für sich zu beanspruchen und wie weit ist sie zu gehen bereit, um das eigene Leben zu schützen? Ein Roman über die Abwärtsspirale des Stalkings und den mühsamen Weg zurück ins Leben. Dankeschön. Ich danke dir, Ralf. Ja, es ist ein Buch aus, wie gesagt, aus dem Leben und aus vielerlei Leben eben. Und das Besondere ist eben, dass ich in diesem Buch eine der Wurzeln beleuchte. Also wie beginnt Stalking? Wo fängt Stalking an? Und da möchte ich gerne ganz kurz dazu erklären, weil es mir so wichtig ist. Man sagt schnell mal, ach, der war dreimal bei Facebook und hat mich gestalkt oder so. Auch im Schulalter wird dieses Wort Stalking oft mal missverstanden oder missbraucht. Stalking ist ganz klar definiert, wenn ich einmal kommuniziere, ob das jetzt aus einer Ex-Partnerschaft heraus ist, 50% der betroffenen Fälle sind aus einer romantischen Liebesbeziehung heraus entstanden. 75% der Betroffenen kannten ihren Peiniger vorher. Und das sind eben sehr, sehr viele Frauen davon betroffen, mehr als Männer, über 88% dessen. Wir reden hier von Zahlen, die ich jetzt gerade mal leider ganz kühl rausgeben muss. Von 25.000 angezeigten Fällen im Jahr allein in Deutschland. Wir haben in Deutschland einen Paragraph 238, aber erst seit 2007. Das heißt, dieser Paragraph stellt das Thema Stalking unter Strafe. Aber das Thema ist eben, du musst beharrlich und auch beweisen und es ist für Juristen eben sehr schwierig, wann fängt Stalking an, wann beginnt das Ganze. So hat man also festgelegt, wenn du einmal kommunizierst, und das sage ich eben auch in meiner Organisation, die ich gegründet habe hier in Köln, wo man auch gerne eben auf der Homepage ein bisschen mehr Information haben kann, auf www.aktivgegenstalking.de, da steht alles zusammengefasst nochmal drin, was wir erarbeitet haben. Wenn du einmal klar kommunizierst, stopp, ich möchte bitte keinen Kontakt mehr, keine Briefe, keine E-Mails, also das muss ich gar nicht aufdröseln, aber ich sage das jetzt. Keine Nachrichten mehr, keine Blumen am Auto, ich möchte keine Nachrichten, ich möchte nicht mehr angerufen werden und jegliche Kontaktaufnahme eben, weil ich es nicht möchte, dann ziehst du eine Grenze. Und wenn diese Grenze nicht beachtet wird, dann spricht man von Stalking.
Das Ganze muss ich natürlich am besten tun, einmal entweder schriftlich eine E-Mail schreiben, ich möchte keinen Kontakt mehr, oder aber unterzeugen, mit einer Freundin im Café sitzen und sagen, so, ich sage es jetzt ein letztes Mal, ich will keinen Kontakt. Und dann habe ich eine Zeugin. Warum ist das so wichtig? Weil wir vor Gericht, wenn wir irgendwann mal diese Belästigung nicht mehr losbekommen, natürlich zur Polizei gehen müssen, um eine Anzeige zu schalten, um uns zu wehren. Denn das Schlimmste wäre, wenn wir einfach nichts tun. Wir müssen aufstehen und uns wehren. Und dazu ist der Gang zur Polizei unvermeidbar. Allerdings ist der Leidensweg meistens schon ein sehr, sehr langer, bis ich mal zur Polizei gehe. Und deshalb ist es so wichtig, eben Beweise zu sammeln. Ich gebe jetzt mal an der Stelle, glaube ich, ist es gerade richtig, für Betroffene, die gerade zuschauen oder falls, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jemand kennt im Freundeskreis, im Nachbarschaftskreis oder in der Arbeitsumfeld, die gerade aktuell betroffen sind, dann gibt es eine 10-Punkte-To-Do-List, die man tun und lassen muss, um das Ganze zu versuchen, in den Griff zu bekommen. Ein sofortiger Kontaktabbruch ist unvermeidbar, aber leider auch nicht immer gleichzeitig möglich, denn wenn ich am Arbeitsplatz zusammen arbeite, dann ist es eben nicht leicht. Oder aber wenn ein gemeinsames Kind da ist und dann ist eine Woche eben die Abholung im Kindergarten von ihm und eine Woche von ihr oder so, dann ist das eben nicht leicht. Trotzdem zu versuchen, einen kompletten Kontaktabbruch. Ein Stalking-Tagebuch führen ist deshalb wichtig, weil ich manchmal, wenn ich gerade auch eben vor Gericht bin, nicht mehr sagen kann, Entschuldigung, bei uns ist hier sehr viel los mit Feuerwehr und Einsatzkräften hier wegen dem Hochwasser, weil ich ganz einfach sagen kann, wenn ich im Gericht sitze, meinem Stalker, meinem Peiniger gegenüber, manchmal kenne ich ihn gar nicht, aber oft kenne ich ihn, dann sind Gefühle im Spiel, dann ist Aufregung da, mir läuft vielleicht das Adrenalin schon fast aus dem Mundwinkel, ich bin so aufgeregt, dass ich manche Sachen vergesse und lieber blättere ich dann einfach nochmal ein bisschen in meinem Stalking-Tagebuch, damit ich dem Richter oder der Richterin sagen kann, wissen Sie was, das ist passiert und das ist passiert und ich habe es mir aufgeschrieben und das ist passiert. Und unterstützend ist an der Stelle jetzt auch die www.nostalkapp.de. Also nostalk.de ist eine App, die der Weiße Ring zusammen mit uns eben programmiert hat. Das bedeutet, es ist eine App, die ist kostenlos und sie zeichnet auf Tonaufnahmen, Filmaufnahmen, Fotoaufnahmen und Voice-Nachrichten eben, die unlöschbar sind. Es sind, selbst wenn ich jetzt in einer Schocksituation bin und manchmal zittere, und das kenne ich Woche für Woche in meiner Selbsthilfegruppe, erlebe ich das, dass da wirklich enorme Situationen passieren, dann kann ich diese Tastenfelder, die riesig sind, leicht drücken. Und dann habe ich einen Beweis und nur das ist vor Gericht zugelassen. Wenn ich selbst mit dem Handy irgendeine Tonaufnahme, eine Filmaufnahme mache, müsste ich ja theoretisch wegen Datenschutzgrundverordnung vorher den Täter informieren, Achtung, ich mache jetzt Tonaufnahmen und Filmaufnahmen von dir. Jeder weiß, das hat keinen Sinn und macht keinen Sinn. Deshalb bin ich so froh und dankbar, dass es diese Nostalk-App eben gibt und dazu eben auch auf der Seite vom Weißen Ring viele Informationen zum Thema Stalking. Jetzt komme ich zu einem Punkt, der sehr unangenehm ist, der viel Kraft kostet, der ja letztlich eben mich aus der Scham holen muss, nämlich das gesamte Umfeld informieren. Wenn ich eine Stalking-Situation habe, dann fühle ich mich oft hilflos, machtlos, ohnmächtig. Ich schäme mich für die Situation, weil man vielleicht auch schnell in einer Situation ist, wo man denkt, ich werde ausgelacht, vielleicht hast du selbst ein bisschen Schuld. Es ist ähnlich wie bei Gewaltverbrechen von Vergewaltigung, dass man sagt, ach, war das Röckchen zu, wie bitte? Ich kann auch anziehen, was ich will. Also ich muss jetzt hier keine Rechenschaft ablegen. Das ist der wichtigste Punkt, den ich Betroffenen an der Stelle immer, immer, immer sage. Wind aus den Segeln nehmen, wenn ich zum Beispiel, ich nenne jetzt ein Beispiel, was passiert ist, dass eine Mitarbeiterin von einer großen Firma eben in einem Büro plötzlich vorne beim Chef am Empfang einen Brief gesendet bekommt, ja, sie hätte schlecht beraten oder sie war alkoholisiert am Arbeitsplatz oder unkompetent und so weiter. Wenn ich dann in Rechenschaft gehe beim Chef und sage, ach, wissen Sie, ich habe da eigentlich einen Stalker, ist das weniger kraftvoll, als wenn ich vorher sage, so, ich habe jetzt mal was mitzuteilen. Es könnte sein, dass hier üble Nachrede, Rufmord, mein Ruf schlecht gemacht wird, dass meine
Kompetenzen in Frage gestellt werden, dann weiß der Chef vorher und das ganze Umfeld eben schon Bescheid, ah ja, es könnte sein, dass jemand ausspionieren möchte. Wann hat sie denn Dienst? Wann ist sie denn im Urlaub? Und so weiter. Also das ist leider sehr, sehr wichtig. Auch die Nachbarschaft, dass die Familie informieren, ja, die Freundinnen informieren. Ich habe diese Stalking-Situation. Wie gesagt, es kostet sehr viel Kraft. Und leider ist ein Wechsel der Rufnummer, wenn ich oft belästigt werde, unvermeidbar. Auch das ist nicht so leicht. Also ich hatte zum Beispiel in meiner Gruppe eine Frau, eine junge Mutter, die Rufnummer 2-3 Mal gewechselt. Er hat sie immer wieder rausbekommen. Und wie war's? Durch die Kindergärtnerin. Die Kindergärtnerin wurde gefragt von dem Stalker, der der Vater war, ja, ich muss jetzt einen Kontakt aufnehmen. Also die wusste nicht, dass die Stalking-Situation da war. Und deshalb gab sie immer wieder die neue Nummer raus. Macht dann natürlich der Wechsel keinen Sinn. Also ich muss schon darauf achten, bitte schützt mich, bitte helft mir, diese Situation zu verbessern. Wenn ich sage, Stalker sind unberechenbar, dann meine ich also wirklich die Energie eines Besessenen. Stalker wühlen auch im Müll. Und deshalb ist die Entsorgung von wichtigen Dokumenten, wann fahre ich in Urlaub, wann war ich wo, mit wem essen, wann habe ich mich verabredet, wann bin ich beim Zahnarzt, eine kurze Notiz, bitte alles in den Schredder. Das ist so wichtig, weil es da eben auch Wissen ist Macht. Und ein Stalker benutzt Wissen, um eben da weiterzumachen und immer mehr Schaden zu erzeugen. Das ist so wie ein Programm. Wir haben festgestellt bei uns in der Gruppe, dass es immer auf dem gleichen Level abläuft. Also immer sehr, sehr ähnliche Strickmuster sind. Ja, und jetzt komme ich schon eben auch zu einem wichtigen Punkt, wie wir hier ja eben gerade auch versammelt sind, nämlich Social Media. Wenn ich nicht unbedingt beruflich darauf angewiesen bin, muss ich Social Media einfach auch mal abschalten, damit man nicht mehr nachvollziehbar ist, wann bist du mit wem, warum, weshalb und wo bist du als Nächstes. Und man ist so leicht nachvollziehbar. Man ist so ein gläserner Mensch durch Social Media geworden. Und das ist eben leider wichtig. Kenne ich jetzt meinen Stalker? Dann bitte, bitte, bitte keine letzte Aussprache. Es gibt immer wieder die Situation, ach bitte gib mir noch eine Chance und ich werde mich bessern und ich muss mit dir reden und wir müssen über uns sprechen und ich mache eine Therapie und alles Mögliche. Da wird also wirklich erfunden und gelogen und nur, dass man nochmal den Kontakt hat oder wieder schwach wird. Und wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Und auch im Buch habe ich eine Stelle, die ich sehr überspitzt geschrieben habe, das Thema Verzeihen. Es gibt an einer Stelle im Buch, wo du denkst so, wie kann der Ralf das schreiben? Ganz einfach, weil es passiert. Weil wir Menschen sind und eben auch eine zweite Chance geben und verzeihen. Und deshalb ist die letzte Aussprache leider wirklich, wirklich wichtig, dass wir die nicht geben. Professionelle Hilfe holen ist der vorletzte Punkt. Und der Gang zur Polizei. Ich muss eine Anzeige schalten, selbst wenn sie in Sand zerläuft. Puh, warum? Denn wenn ich bei einem Richter sitze oder bei einer Richterin und die sagen so, ja, warum haben Sie denn nie eine Anzeige geschaltet, wenn das doch wahr wäre, was Sie sagen? Dann kann ich sagen, bitteschön, ich habe hier und hier und hier eine Anzeige geschaltet. Ich habe versucht, mich zu wehren. Da hast du mehr Glaubwürdigkeit, als wenn du jetzt einfach sagst, nö, ich bin heute zum ersten Mal hier und das ist leider wichtig. Über die No-Stalk-App haben wir gesprochen. Professionelle Hilfe meine ich damit also wirklich auch den Weißen Ring. Schutzorganisationen wie Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen. Davon gibt es leider nicht so viele. Ich bin einer der wenigen in Deutschland und damit eben auch mit Berlin, mit der Sandra Ziegler zu einer der Hauptanlaufstellen in Deutschland geworden. In der Schweiz, liebe Schweizerinnen und Schweizer, es gibt heute noch kein, soweit ich weiß, noch kein Nachstellungsparagraphen, wie es eben den in Deutschland gibt. Ich setze mich hier nicht nur ein für Stalking-Opfer. Ich kämpfe auch für bessere Gesetze, dass unsere Gesetze verschärft werden. Es ist wieder eine Pionierarbeit wie mit meinem Bioladen damals. Aber ich habe das Gefühl, ich muss das tun, wie ich auch in den 90er Jahren schon eben auf die Straße ging und gesagt habe, ich muss für meine Gleichberechtigung kämpfen. In den Nullerjahren auf die Straße ging, um zu sagen, ich möchte gerne gleichberechtigt behandelt werden. Wo wir heute sind, das wissen wir alle, Gott sei Dank. Das war eine ganze Menge Informationen zum Thema Stalking insgesamt. Und ja, ich gebe gerne jetzt einfach auch mal an der Stelle das Wort frei. Falls es Fragen gibt, können gerne geschrieben oder gestellt werden.
Ansonsten gebe ich dir das Wort, liebe Ruta. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich im Vorfeld natürlich etwas informiert. Wir haben auch miteinander gesprochen. Ja. Und ich wollte wissen, wie es statistisch aussieht, vor allem, was findet man darüber? Ich war etwas erstaunt, dass in der Schweiz tatsächlich noch kein Nachstellungsgesetz gibt. Ich wollte wissen, wie es in Europa aussieht und wo Deutschland in der Statistik steht. Und dann habe ich eine Statistik gefunden von der Europäischen Union, Anteil der Frauen, die Erfahrung mit Stalking gemacht haben. Schweden steht an der ersten Stelle. Hoppla. Gefolgt von Luxemburg, Frankreich, Malta, Niederlande, Belgien, Dänemark, Finnland und erst dann Deutschland. Dann Großbritannien und später gesamte Europäische Union. Dabei habe ich mich gefragt, wie, du weißt ja selber, dass die dunkle Ziffer ist ganz anders. Und dann habe ich mich gefragt, die Skandinaven, die sind ein offeneres Volk grundsätzlich, ob das Schweden oder Finnen sind. Möglicherweise ist es nicht so, dass in Deutschland weniger Stalking-Opfer gibt. Möglicherweise ist es so, dass die Menschen sich weniger trauen, darüber zu sprechen, vielleicht, was die anderen davon halten oder Angst, verurteilt zu werden oder wie du schon gesagt hast, selber schuld, hätte es dies und das nicht machen können oder tu doch nicht so. Ne? Das, ja. Das ist alles diese Verharmlosungen. Ja. Und interessant, wir haben eine kleine Werbeanzeige gemacht und geschaut, wie die statistischen Werte sind und auf unserer Anzeige haben sich, wie du sagtest, mehr Frauen gemeldet, Interesse gezeigt. Und zwar 63% Menschen, die Anzeige aktiv angeklickt haben, waren Frauen, 36% Männer und die Altersspanne war von 35 bis 64 sogar. Hoppla. Und ich habe eine Frage. Du bist ja aktiv mit Selbsthilfegruppen. Was erzählen die Menschen? Sind das mehr ältere Menschen, ältere Frauen? Reden wir vielleicht von Frauen, weil die statistisch dann doch ins Gewicht fallen. Sind das ältere Frauen oder spielt Alter grundsätzlich keine Rolle? Und das Zweite wäre, sind das besser situierte, bekannte, prominentere Menschen oder ganz normale Durchschnittsbürgerinnen oder Bürger? Das ist eine sehr, sehr schöne und auch wichtige Frage, die ich sehr, sehr gut beantworten kann. Eins kann ich an der Stelle sagen. Ich glaube, und das behaupte ich jetzt als Autor, dass Stalking wahrscheinlich so alt wie die Menschheit ist und nicht an der Landesgrenze aufhört, wie du gerade eben auch festgestellt hast. Und ich kann dazu nur sagen, dass das Thema Stalking durch alle Altersschichten geht und vor keiner sozialen Schicht Halt macht. Da sind hochstudierte Menschen dabei, als Stalker, aber eben auch als Geschädigte. Da sind Anwälte sogar dabei, Anwältin dabei, die gestalkt wird. Ich sag mal so, die Altersspanne in meiner Erfahrung ist, meiner Gruppe, ist von 18 bis 60. Und der Hauptkern ist alles um die 40, 50. In diesem Alter spielt sich das enorm ab. Ob das jetzt Zufall ist, weiß ich nicht, aber das ist meine Erfahrung. Und ich habe auch da mich mehr interessiert, warum haben wir das Thema Stalking heute so präsent und nicht schon vor 20, 30 Jahren? Ich habe das untersucht und habe herausgefunden, dass es wohl daran liegt, dass die Frauenbewegung ja heute sehr weit ist, dass du heute schnell im Beruf bist, du bist nicht abhängig von dem Mann, du bist selbstständig, du verdienst dein eigenes Geld und wenn eine Trennung kommt, dann ist man schnell eben unkompliziert wieder getrennt und führt sein eigenes Leben. Damit kommen viele, viele Männer eben nicht klar. Es gibt umgekehrte Fälle eben auch. Ne? Also, ich möchte mich da nicht nur reduzieren auf die eine Seite. Und da man eben schnell wieder zurück im Leben ist, ist das eine Kränkung für viele Menschen, die dann diese Trennung nicht akzeptieren. Und dann beginnt der Spießrutenlauf und da sind eben auch Piloten dabei als Betroffene, wo du denkst so, das ist unglaublich. Also von wirklich der Kassiererin im Supermarkt
bis hin, es macht vor keiner Altersschicht und vor keiner sozialen Schicht Halt. Danke, Ralf. Ja. Die Brigitte im Chat schreibt, Ralf, du hast in allem recht, ich habe es genau so miterlebt, 3 Jahre lang. Wahnsinn. Allerdings schreibt sie, Anzeigen haben in meinem Fall nichts genützt, es muss zuerst etwas passieren, damit gehandelt werden kann. Hörst du das öfters? Ich höre das sehr oft und ich erlebe es vor allem Woche für Woche für Woche in meiner Gruppe. Und das erzeugt in mir, ganz ehrlich, ein Gefühl von Wut. Ein Gefühl von, wir müssen noch mehr tun. Unlängst war der Fall von Sophia auf Stern TV, ein 22-jähriges Mädel, die beim Arbeiten die Patrick kennenlernte. Und so nahm die Geschichte ihren Lauf, dass sie das Leben lassen musste, weil bei ihr waren die Anzeichen da, wie bei Brigitte eben auch. Sie ging zur Polizei, man glaubte ihr nicht, man schickte sie wieder weg und sagte, wir sind hier keine Eheberatungsstelle. Liebe Ruta, liebe Brigitte, danke für den Beitrag. Ja, ich erlebe es Woche für Woche und merke eben, oh mein Gott, wir sind noch so weit weg davon. Und deshalb kann ich an der Stelle sagen, habe ich, weil wir das Thema gerade so präsent in unserer Gruppe eben haben, wir konnten uns ein halbes Jahr jetzt nicht live treffen. Jetzt treffen wir uns wieder live und überlegen, ob wir eine Demonstration losschlagen, eben hier im Kölner Raum, ob wir nicht in die Öffentlichkeit gehen, größer in die Öffentlichkeit gehen, denn meine Beteiligten, wir leben noch. Und deswegen möchten wir sagen, wir haben die gleichen Anzeichen. Was muss denn noch passieren? Das, was passiert, dass sich was verändert. Und deshalb möchte ich gerne auch eine Petition lostreten. Also ihr könnt mir gerne natürlich folgen bei Instagram und Facebook. Es bleibt immer spannend, was das Thema betrifft, auch die anderen Themen um mich herum. Aber das ist mein Hauptkernthema, für das ich mich stark mache für andere Menschen, die gerade in dieser schwierigen Situation stecken. Und ja, deswegen möchte ich da gerne weiterarbeiten und mit meinen Betroffenen zusammen in die Öffentlichkeit gehen, um zu sagen, wir hauen auf den Tisch, das kann nicht sein, wir müssen hier mehr tun. Also juristisch auch, ne, dass die Gesetze verschärft werden. Ja, wir haben eine Petition an Christine Lambrecht, die Bundesjustizministerin, gegeben. Es war sehr erfolgreich. Meine kleine Organisation, sage ich mal, konnte doch auslösen, dass sie darüber nachdenken, die Gesetze zu verschärfen. Das heißt, es muss jetzt nicht mehr beharrlich war also ein langer, langer Atem von dem Stalker und ein langer Leidensweg von den Betroffenen, sondern es reicht jetzt aus, das wiederholte Nichtbeachten von dem Stalking-Gesetz. Und das wäre schon ein weiterer Schritt eben in eine Verbesserung. Und jetzt mal nüchtern runtergebrochen, von den 25.000 Fällen, die in Deutschland allein angezeigt werden, ist ein einziger Prozentsatz, der verurteilt wird. Ich muss die Zahl einfach so stehen lassen. Die Dunkelziffer von Betroffenen in Deutschland Lebenden ist zwischen 600 und 800.000 Menschen pro Jahr. Und diese Ziffer ist eine erschreckend große Ziffer, weil wir sie eben merken in den Suchmaschinen, wie oft das Wort Stalkinghilfe, Stalkingschutz, Stalkingopfer, Opferschutz gesucht wird, gegoogelt wird. Und daran merken wir eben auch, oh mein Gott, das Thema ist groß, zu groß. Und wir müssen, so wie wir jetzt hier, viel mehr darüber reden in der Öffentlichkeit. Was in unserem Vorgespräch sehr, sehr interessant war, wir haben über Perspektivenwechsel gesprochen und du hast, lieber Ralf, gesagt, dass du es geschafft hast, die Perspektive zu wechseln und den Stalker anzuschauen, sozusagen aus der anderen Perspektive, und deinem Stalker zu verzeihen, kann man das so sagen? Ja, das ist sehr schwierig in unserem Wortschatz auszudrücken, was ich da fühle, aber ich versuch's mal so zu erklären. Das Ziel, dieses Buch zu schreiben, war nicht, eine Person öffentlich an den Pranger zu stellen und zu sagen, schaut mal her, der Böse, sondern ich wollte eine Geschichte aus dem Leben erzählen, wie sie tagtäglich da draußen hinter verschlossenen Türen passiert. Und wenn wir von dieser stillen Gewalt sprechen, sprechen wir von der Psyche eines Opfers, von der gleichen Psyche wie eines Flugzeugabsturzüberlebenden.
Ein anderes Beispiel ist, wenn ich in einer Bank bin und die Bank wird überfallen und ich rufe die 110, dann kommt eine Hundertschaft an Polizei. Der Überfall dauert vielleicht nur 90 Sekunden, dann ist der Täter wieder weg und danach werden die Betroffenen aber psychologisch betreut und begleitet und so weiter. Wenn wir von Stalking sprechen und ich zur Polizei gehe und eine Anzeige mache, bis das rechtskräftig ist, dauert es manchmal ein Dreivierteljahr. So lange kann der Stalker an meiner Tür stehen und weitermachen und Briefe schreiben und SMS und all die Taten machen. Es hört nicht auf. Und deshalb will ich dazu neigen zu sagen, und das ist das Wichtigste auch für mich im Buch gewesen, das Vorwort, wir sind alle Menschen und ich mag es nicht, Menschen zu verurteilen. Zu verurteilen sind ihre Taten. Also wenn ich sage Perspektivwechsel, meine ich eben, ich möchte mich nicht nur stark machen für die Opfer, sondern ich möchte mich gleichzeitig auch stark machen für die Verursacher. Ich mag das Wort Täter nicht, Verursacher. Warum? Weil sie natürlich eben auch nicht ganz gesund sind, sage ich mal. Ich würde dafür plädieren, dass das als Krankheit anerkannt wird, denn dann hat die Gesellschaft die Möglichkeit, nämlich durch Therapien, die dann eben von der gesetzlichen Krankenversicherung finanziert werden, als Gesellschaft zu helfen, dass das abgestellt wird, dass da geholfen werden kann. Denn alleine schafft ein Täter und ein Opfer, also ein Verursacher, es nämlich nicht. Das kann ich unterschreiben nach meinen Erkenntnissen, nach meiner Erfahrung. So funktioniert es alleine meistens nie. Deshalb schrieb ich im Vorwort eben auch, mir ist besonders wichtig, Täter als Menschen nicht zu verurteilen. Stattdessen zu verurteilen sind ihre Taten. Denn jedes Leben ist für mich uneingeschränkt wertvoll. Nur das Handeln mancher Menschen ist es nicht. Und das meine ich 1:1 so. Deswegen habe ich versucht, für mich im Kopf zu verstehen, wie mein Stalker tickt. Und dass es wirklich eine Besessenheit ist. Und dass es diese unerwiderte Liebe ist. Und ich beleuchte in dem Buch übrigens auch ganz klar die Wurzeln. Ich beleuchte, aus welchem Stall Max kommt. Ich erzähle gleich ein bisschen mehr zum Inhalt. Max, der Täter eben, woher er kommt und dass vieles in seiner Kindheit falsch gelaufen ist, wo er heute im Leben nicht zurechtkommt. Und da mache ich mich gleichzeitig auch stark für den Berufszweig der Psychologen und Psychiater, denn wir dürfen auch mal schwach sein. Wir dürfen hinfallen. Und dazu ist sie da, die Hilfe von Psychologen und Psychiatern auf die Couch zu gehen, ohne bitteschön das Gefühl zu haben, ich werde ausgelacht von der Gesellschaft, denn ich war beim Doktor auf der Couch. Und nicht, weil ich nicht mehr alle Tassen im Schrank hatte, sondern weil ich diese Lebenssituation hatte, die extreme Lebenssituation hatte und Hilfe brauchte. Und das war mein Weg raus aus dieser schwierigen Phase, in der ich mich damals befand. Und deswegen war das eine gute Hilfe. Dankeschön. So wie du sagtest, viele, auch Statistik sagt, dass 50% der Stalker kommen, also sind die Ex-Freunde oder Ex-Ehepartner, aus der Beziehung. Allerdings gibt es auch einen Teil, die handeln wie ein Schatten. Die tun etwas und du weißt gar nicht, wer das ist. Am Anfang ist es vielleicht süß, es ist eine Rose auf dem Auto oder irgendein Briefchen, wo es noch, ja, ach, wie süß, guck mal, man teilt noch freudig mit, aber irgendwann könnte es makaber sein, darüber gibt es auch Filme oder verschiedene Szenarien. Was würdest du Menschen raten, die tatsächlich so einen Schatten haben, sozusagen? Also erstmal möchte ich sagen, es ist ja nichts Verwerfliches, wenn man den Hof gemacht bekommt. Es schmeichelt ja auch ein kleines bisschen, wenn man irgendwie, ja, so... Das darf eine Woche, 2 Wochen gehen, aber sobald es dann länger geht und das so geheimnisvoll ist und ich plötzlich einfach gar nicht mehr weiß, Mensch, wer ist denn das? Dann sollte man sich eben als Verliebter, man darf ja verliebt sein, Gefühle sind ja dazu da, die uns ausmachen als Mensch. Und dann muss ich mich aber auch outen und sagen, Mensch, ich finde dich toll, hast du Interesse mal auszugehen, essen zu gehen? Und wenn ich merke, dann es kommt ein Nein, ein Widerstand, und dann kann ich es maximal noch einmal probieren. Früher hat man gesagt, ein Nein meint man auch ja. Heute ist es anders. Also Nein heißt Nein und das muss ich bitte akzeptieren und respektieren. Und dann habe ich die Pflicht, auch mich zurückzuziehen. Und wenn ich merke, in meinem Kopf, in meinen Gedanken, fühle ich mich zu ihr, zu ihm hingezogen. Was mache ich als nächstes, um sie für mich zu gewinnen? Was lasse ich mir einfallen?
Ich schenke ihr CDs, ich schenke ihr Filme, ich schenke ihr das Lieblingsparfüm, ich schenke ihr, oh mein Gott, dann ist das ja schon so eine Art Kaufen. Es ist schon so eine Art irgendwie, mich in den Mittelpunkt zu drängen. Und wenn ich dann auch noch merke, mich lässt das Thema gar nicht locker. Es beschäftigt mich Tag und Nacht. Und wenn wir jetzt von Stalking sprechen, dann zeige ich in diesem Buch eben auch ganz klar auf, was zu was ein Stalker fähig ist. Das bedeutet, Recherchen Tag und Nacht, nichts weiter zu tun, als am Computer zu sitzen, irgendwas rauszufinden über den Freundeskreis, über die aktuelle Arbeitskollegen, über, also dieses Rausbekommen, hinfahren, beobachten, Nächte um die Ohren hauen. Um Himmels Willen, wenn ich das merke, bitte gesteht euch ein, dann muss ich zu einem Arzt und muss sagen, was mit mir los ist. Weil das ist alles andere als gesund. Und dann brauche ich professionelle Hilfe und dann darf ich mich nicht schämen zu sagen, ich habe ein Problem und dann muss ich das eben wirklich angehen. Weil sonst gehe ich selbst daran zugrunde, wie es ganz oft ja auch wirklich so passiert, dass man gefangen ist von seiner eigenen Welt, in der man dann lebt. Und das ist alles andere eben, und dafür sind Psychologen und Psychiater eben da. Weil wenn, das ist eine Art Besessenheit, und ja, der Mensch ist ja ein reflektierendes Wesen, dann merkt die Person im Grunde, wie du sagst, ist der Mensch ja nicht schlecht. Und er merkt, oh Gott, da passiert irgendwas, was nicht in Ordnung ist. Und man merkt, dass die Besessenheit stärker wird und bekommen Schuldgefühle, was auch immer. Ja. Deswegen bin ich da bei dir, wo ich sage, Hilfe suchen ist keine Scham, es ist keine, ja, Schwäche. Es gibt Menschen, die tatsächlich ausgebildet sind und dafür da sind, um anderen zu helfen. Hilfe, genau, zu suchen. Genau. Es ist der beste Weg. Wir haben gerade das Drehbuch für die Verfilmung des Themas des Buchs geschrieben und im Herbst werde ich in die Verfilmung gehen und ich kann nur eins sagen, ich werde in dieser Verfilmung, es ist ein Kurzfilm für die internationalen Filmfestivals, weil das Thema eben weltweit ist, ich werde den Stalker spielen, weil ich genau weiß, wie mein Stalker tickt, weil ich genau die Psyche kenne von meinem Stalker damals und weiß eben, wie ein Stalker heute funktioniert, aus der Selbsthilfegruppe heraus, aus den Erfahrungen heraus und weiß, deshalb kann ich das so spielen und das wird also ganz, ganz, ganz spannend. Halt uns bitte auf dem Laufenden, das ist sehr, sehr interessant. Sehr gerne, sehr gerne. Jetzt haben wir angekündigt, dass wir ein Hardcover-Buch von dir verlosen an alle angemeldeten Teilnehmer. Und genau, das ist es. Die Frage ist, ich werde sehr gerne natürlich eben ein Autogramm, eine Widmung, eine persönliche Widmung schreiben. Und jetzt bitte, liebe Ruta, die Preisfrage? Die Preisfrage? Die Preisfrage lautet, in welcher Stadt ist unser lieber Ralf geboren? Das hat er genannt. Er hat sogar genannt, wie die Stadt umschrieben wird. Genau. Die Ruth schreibt noch im Chat. Frage, ja, für die Buchverlosung. In welcher Stadt ist Ralf geboren? Und wenn auf Facebook Menschen die Frage auch hören, bitte kurz noch reinschreiben in die Kommentare. Wir haben jemanden, die auch Facebook-Kommentare beobachtet, unsere liebe Iris. Sehr gut, genau. Oh, liebe Brigitte, herzlichen Glückwunsch. Ganz toll, ich lese es hier unten gerade, blendet sich das ein. Vielen Dank, lieber Ralf. Danke, danke, danke fürs Mitmachen bei dem Gewinnspiel. Wir machen das später eben unöffentlich, die Adresse, das macht ihr bitte über Router. Und lasst an mich weiterkommen. Und deswegen, ja, sehr, sehr gerne. Das ist also wirklich herzlichen Glückwunsch. Und ich sage jetzt schon mal viele spannende Momente beim Lesen. Ja, und deswegen ich erzähle ein bisschen was über den Inhalt des Buchs. Da haben wir noch gar nicht darüber gesprochen. Sehr, sehr gerne, Ralf, bitte. Es geht in meinem Roman, dem Wahnsinn entkommen, um Sarah. Sarah ist eine junge, gut aussehende, hübsche Frau, die auf der großen Suche nach ihrer Liebe ist, nach ihrem Prinzen ist. Und ja, letztlich hat sie sich in sehr frühen Jahren sehr schnell selbstständig gemacht und hat einen Laden in München und das ist eine Modeboutique. Und ihr erster Freund allerdings eben ist in einer guten Situation beruflich in Münster. Jetzt ist
München und Münster 660 Kilometer entfernt. Sie lieben sich total, aber irgendwie will auch keiner so richtig den Schritt wagen, alles aufzugeben, denn in jedem Streit würde man sich vorwerfen, du hast alles aufgegeben und ich habe alles verlassen und so weiter. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es kommt nicht dazu, dass sie näher zusammenkommen. Die ganze Beziehung scheitert letztlich eben an dieser Entfernung. Und Marco, ihr erster Freund, hat irgendwann eben eine neue Liebe aus Münster und somit ist ihr kleines Herz schwer gebrochen und sie ist ganz furchtbar, furchtbar enttäuscht. Und naja, das wissen wir alle, wenn die erste Liebe zerbricht, da geht es uns ganz furchtbar, da wollen wir gar nicht mehr leben und dann sind wir also wirklich fürchterlich. Ja, jedenfalls ihre beste Freundin Anna sagte so, mein Gott, also das ist ja alles schrecklich und weißt du was, Sarah, was du jetzt brauchst, ist bedingungslosen Sex. Und sie sagte so, ja, also wie soll ich das anstellen und überhaupt und mich abzulenken. Und da kommt ihre elegante Großmutter, also man muss sich vorstellen, das ist so eine kleine Marlene Dietrich, so eine ganz graue Dame eben, auf die Idee, Sarah Herz, ich nehme dich mit auf eine Kreuzfahrt. Und nun wissen wir alle, auf einer Kreuzfahrt ist man sehr schnell mit Menschen irgendwie nah. Und letztlich begegnet sie dort Max, einem großen, großzügigen Geschäftsmann aus Hamburg. Und Sarah träumt aber eigentlich von ihrem Leben der Schauspielerei und sie will Schauspielerin werden. Und so tut es sich zu, dass sie eine heiße Liebesnacht mit Max hat, weil sie die Angel auswirft, weil sie sich ausprobieren will. Sie will nochmal ganz Frau sein, sie will die Bestätigung, auch gerade nach so einer Trennung, das wissen wir alle. Und ich als Autor kann sagen, ich bin so ein guter Frauenversteher. Und deswegen habe ich mich so in diese Situation hineinversetzen können und musste diese Situation an Bord eben schreiben. Und ja, und danach findet er Gefallen an ihr mehr als sie an ihm. Und er reist ihr nach, findet die Adresse raus, wo ihre Boutique ist und taucht irgendwann in ihrer Modeboutique auf. Und so nimmt die Geschichte ihren Lauf, dass er sich immer weiter eben in das Leben von Sarah drängt und erst findet sie es noch toll und irgendwann sagt sie, ach nee, war für mich dann doch nur ein One-Night-Stand oder eins mehr und sagt an dem Moment, stopp. Und das ist genau der Moment, wo das Ganze eben kippt. Und was dann passiert, über Abischerze hinaus, das mag man sich in den kühnsten Träumen nicht vorstellen. Liebe Brigitte, wenn du das liest, ich sage Achtung, Triggerwarnung. Aber es ist eben so, dass es unfassbar spannend ist. Und für alle Nicht-Betroffenen, für alle Leserinnen und Leser, die gerne ein spannendes Buch lesen. Mein Buch war qualifiziert für den Deutschen Buchpreis 2020, letztes Jahr. Und der Bayerische Rundfunk hat uns in den Himmel gelobt, weil es eben mit einer Wortgewaltheit und einer Wahrhaftigkeit geschrieben ist, dass wirklich es dafür einen Buchtipp gegeben hat. Und da bin ich sehr stolz und sehr dankbar. Und deswegen bleibt es spannend, ob sie für sich selbst überraschend einen ganz anderen Weg findet, als ihn umzubringen oder sich aus dem Leben zu radieren. Oder wie sie aus der Situation kommt, das überlasse ich, liebe Leserinnen und Leser, euch. Ja, an der Stelle würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meine Arbeit toll findet, was ich da so mache und wenn ihr selbst eben sagt, Mensch, ich brauche jetzt für ein Geburtstagsgeschenk oder sonst was. Ich habe am Anfang ja auch gesagt, ich bin Designer geworden, mehr oder weniger aus Not heraus, weil plötzlich die Buchläden zu waren, der Buchverkauf gestoppt war, unser Buch kam raus, mein Buch kam raus, ich sage immer unser, weil wir einen Verlag gegründet haben. Ich habe 400 Absagen bekommen, abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt bei der ganzen Buchentstehung. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, muss ich denn erst ins Dschungelcamp, dass man mit mir ein Buch verlegt, weil ich dann bekannter bin. Es war schrecklich, wirklich ein Absagehagel und ohne Ende. Und so habe ich gedacht, plötzlich ist der ganze Buchmarkt eingebrochen und so habe ich eben eine eigene Designer-Kollektion ins Leben gerufen, habe Uhren designt, habe Tassen designt, habe also wirklich schöne Accessoires, die jetzt in den nächsten Tagen mit T-Shirts und Poloshirts noch erweitert werden. Wenn ihr also meine Arbeit toll findet, dann kauft eure nächsten Geschenke einfach bei mir im Shop unter www.schara24.com. Damit unterstützt ihr mich. Und noch in diesem Jahr plane ich eben, aus dieser kleinen Organisation einen großen Verein zu gründen. Dann können wir auch Spendengelder empfangen, damit wir wachsen und größer werden. Und ich möchte am liebsten ja, die ganze Welt plakatieren, so nach dem Motto, wie kennt dein Limit bei Alkohol? Oder ich gebe das Rauchen auf, weil wir mehr Aufklärungsarbeit leisten müssen. Also von daher, das wäre an meiner Stelle eben das. Da gibt es übrigens auch Bücher, falls ihr jetzt nicht gewonnen habt, liebe Leserinnen und Leser,
liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier, dann könnt ihr das gerne eben auf shara24.com bestellen mit Widmung. Lieber Ralf, wir haben noch eine Frage. Es ist gerne. Sehr, sehr wichtig. Ich sage nicht auch für die Öffentlichkeit, wer sie stellt. Lieber Ralf, hast du auch Erfahrungen mit Vergewaltigungsopfern, die von ihren Vergewaltigern nach der Tat gestalkt werden? Ich hatte eine Betroffene in der Tat da. Es ging über eine Dating-Plattform los. Und ich sage jetzt mal als Mensch, es ist nichts Verwerfliches, wenn wir einfach unserem Körper den Lauf lassen und sagen, ja, ich brauche jetzt einfach eine Nähe. Ja? Und das ist menschlich. Aber den Abstand dann nicht zu respektieren, wenn es eben auf einer Dating-Plattform zu dem Geschlechtsakt kam und du sagst, okay, das war's für mich jetzt, dann ist es eben okay. Wenn dann aber daraus ein Bedrängnis wird, das heißt, wenn dann der Kontakt so aufgesucht wurde, dass daraus eine Vergewaltigung stattgefunden hat, und das war bei uns in der Selbsthilfe eben so, und danach der Spießrutenlauf für die Betroffene noch intensiver wurde, dann bitte zur Polizei, sofort zur Polizei anzeigen, einen Anwalt nehmen und anzeigen. Da gibt es kein Pardon. Es gibt bei Stalking grundsätzlich kein Pardon, aber das ist nochmal eine Schippe mehr, nochmal eine Schippe intensiver. Und auch da möchte ich plädieren, bitte nicht schämen. Ja? Deswegen ist das wichtig, dass wir lieber offen damit umgehen. Erstens lebt es sich leichter, wenn es von der Seele gesprochen ist. Zweitens ruhig. Ich versuche, die Hürde runterzubrechen, zu einer Selbsthilfeorganisation zu gehen. Es ist nicht wie im Tatterkreis, dass man jetzt da irgendwie, sondern es ist wirklich eine Hilfe. Wie oft höre ich nach einem Gruppentreffen, und wir treffen uns in einem geschützten Rahmen, in einem geschützten Raum, eine Adresse, die nicht öffentlich ist, sondern nur über mich bekannt gegeben wird, nach dem Erstgespräch. Also so sicher ist das Ganze, dass ich auch mich öffnen kann, den anderen gegenüber. Und nur mit dieser Offenheit funktioniert das. Wir treffen uns auf Augenhöhe. Ich bin nicht irgendwo bei einem Doktor, der sagt, jetzt nehmen Sie die Tablette und müsste Ihnen morgen eigentlich laut Schablone besser gehen, sondern wir tauschen uns aus, wir begleiten uns, wir gehen gemeinsam zu Gericht, damit ich im Rücken auch die Stärke spüre von der Gruppe eben auch. Es gibt nichts Besseres als eine Selbsthilfegruppe. Es tut gut. Amen. Man ist nicht alleine. Das muss ich sagen. Man fühlt sich nicht alleine. Man findet Gleichgesinnte. Die Leute stärken sich gegenseitig. Genau. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Du hast eine Selbsthilfegruppe in Köln. Besteht es Möglichkeit, überregional sich zu bündeln? Oder gibt es schon aus deinem Bekanntenkreis Selbsthilfegruppen, die in anderen Regionen sind? Es entsteht gerade im Münchner Raum eine Selbsthilfegruppe, in Düsseldorf entsteht gerade eine Selbsthilfegruppe, quasi ein Ableger von uns. Ich selbst plane weitere Selbsthilfegruppen in Deutschland. Warum? Weil es eben auch viel zu wenig Anlaufstellen gegeben hat und gibt im Augenblick. Und wie gesagt, wenn ich sage, wir wollen wachsen, gesehen werden, mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten, mehr Aufklärungsarbeit leisten, dann meine ich das wirklich mit dem Verein größer zu werden, dass wir mehr bewegen, dass wir mehr bewegen und dass sich die Gesetze verändern. Und ja, es entsteht was, es geht langsam, aber es geht. Und deswegen kann ich jetzt nur sagen, wir haben uns im letzten halben Jahr online getroffen. Wir haben das von der Stadt Köln dann finanziert bekommen. Ich arbeite also mit der AOK Rheinland-Hamburg auch zusammen. Da gibt es dann gewisse Unterstützungen für meine Betroffenen, wie zum Beispiel, ich finanziere damit einen Selbstverteidigungskurs, Gewalt als letzte Möglichkeit, aber du fühlst dich einfach sicherer, wenn du draußen unterwegs bist, unabhängig von dem Thema Stalking allein und der Gefahrensituation grundsätzlich eben mich besser schützen zu können. Das ist einfach ein Bestandteil meiner ehrenamtlichen Arbeit. Und ich mache weiter und ich höre nicht auf, bis es besser wird. Ich danke dir, Ralf. Der Hans Frühsamer schreibt, Frau kann auch Selbsthilfegruppe über Zoom machen. Und speziell der Hans, wir kennen uns persönlich, ist eine Person, der als Streetworker gearbeitet hat. Er hat im Winter auch Kleidung für Obdachlose ausgetragen. Also der Mann hat still und leise so eine großartige Arbeit gemacht.
Und bis heute hilft der Menschen auf dem oder anderen Gebiet. Aber und deswegen, Hans, ganz, ganz herzlicher Gruß an der Stelle. Schön, dass du dabei bist. Danke für dein Engagement, für auch für Männer, Frauen, für Hilfebedürftigen. Und deine Tipps sind von einem Menschen, der selber sehr, sehr genau weiß, wie schwer es ist, auf der, ja, auf der anderen Seite zu stehen, wie es ist. Ja, ja. Also ja, das finde ich ganz wunderbar, wenn sich Menschen völlig selbstlos einsetzen. Und das Thema Zoom-Call hatten wir auch bei uns in der Selbsthilfe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine kleine Hürde, weil es doch das Thema ist, wird es abgehört? Ist es aufzeichnbar? Sieht jemand anders noch mit, den ich nicht drin haben möchte in der Gruppe? Und deshalb haben wir eigene Server 40 Kilometer hinter Köln gehabt und haben das finanziert bekommen in der Pandemie-Lockdown-Zeit, weil wir uns nicht Präsenz treffen konnten. Und ich hatte eben auch eine Münchnerin dabei, ich hatte auch eine Hamburgerin dabei und es tat gut, der Austausch. Ich habe gemerkt, es ist Bedarf da und Zoom ist eine Möglichkeit, ja, wenn ich es schaffe, eben wirklich, dass man unter sich bleibt. Ich finde es immer gut, sich auszutauschen. Ich würde das immer eben auch unterschreiben. Und Hans, toll, was für eine Arbeit du gemacht hast oder machst. Ich selbst war obdachlos heute vor 7 Jahren. Ich weiß, wie es sich anfühlt, plötzlich auf der Straße zu stehen. Das ist eine Geschichte, über die ich nicht näher eingehen kann, weil es eben persönlichkeitsrechtsverletzende Verurteilungen gegen mich gegeben hat. Ich lasse jetzt viel Spekulation, wer sich da stören könnte. Aber ja, ich hätte mich auch für Obdachlose stark machen können. Nur da war die Versorgung in Köln schon etwas größer, etwas besser. Bei Stalking habe ich gemerkt, ich muss was tun. Und das passte wieder so zu mir mit dieser Pionierarbeit. Ärmel hochkrempeln und Moment mal, das kann nicht sein, dass es ihr dass der Mund so gehalten wird. Und deshalb wird es noch sehr, sehr spannend werden, dieses Jahr und die nächsten Jahre, was sich da mit mir und der Gruppe und dem ganzen Geschehen eben alles verändern wird. Da lese ich noch einen Zuspruch von der lieben Ulla. Wichtig ist, sofort darüber zu reden und sich den Schuh selbst schuld zu sein. Niemals anziehen. Das hilft dem Selbstbewusstsein ungemein und schwächt den Gegner. Ein wichtiger Punkt, den ich komplett vergessen habe. Schön, dass wir noch live sind. Schön, dass wir noch Sendezeit haben. Und ja, es ist so. Ich habe ganz oft eben auch gehört in der Gruppe, naja, ich war ja selbst schuld. Ach Gott, ich bin ja selbst schuld und so. Nein, es hätte jeden treffen können, jede Gesellschaftsschicht, jede Altersgruppe. Es ist nicht deine Schuld, nur weil du am Leben bist, nur weil du so aussiehst, wie du aussiehst oder weil du bist, wie du bist. Es trifft oft eben empathische Menschen. Oft ist es ein Andocken an diese Energie. Ach, das möchte ich gerne auch. Und so wie du bist, so möchte ich das auch. Und das ist so in diesem Glanz, sich baden wollen oder so. Man weiß es nicht genau. Aber nein, bitte die Schuld nicht bei sich suchen. Das kann ich unterschreiben, ist ganz wichtig. Und sich öffnen und darüber zu sprechen, es tut gut. Ja, das danke für das Einbringen, diesen Hinweis. Ganz wunderbar. Ich möchte noch was hierzu sagen. Wir streamen nicht nur hier auf Zoom, sondern wir sind auf Facebook live und wir haben bewusst die Möglichkeit gegeben, bei der Veranstaltungsregistrierung in die anonyme Gästeliste zu kommen oder auch, wenn jemand einfach auf eine der Seiten, gerade wo ihr guckt, auf meinem persönlichen Profil, in unserer Gruppe oder auf der öffentlichen Seite, wenn ihr hier zuschaut und etwas sagen möchtet oder Hilfe braucht, bitte schreibt ihr da, wo ihr gerade seid, in meinem Profil mir eine private Nachricht, auf unserer Seite in den Messenger für die Seite. Bitte schreibt uns und wir finden die Möglichkeiten, denn hier im Zoom haben wir mehrere Links gepostet. Wir helfen euch, euch zu finden. Wir stellen sehr, sehr gerne den Kontakt zu unserem Ralf her. Weil manchmal sagt man, ja, hättest du ja finden können, ist ja alles im Internet. Aber wenn Menschen Angst haben, sind sie blockiert, sind sie verängstigt, die sehen nur so eng, ihr seid einfach, mir war es wichtig zu sagen, die Hilfe wird angeboten und wir helfen euch, einander zu finden. Ja, das ist ein schönes Wort, das du da sagst, das ist ganz wunderbar. Ich finde es großartig und kann das nur unterstützen. Und das Ende des Buchs zu gestalten,
war mir besonders wichtig, es anders zu machen als alles, was es an Büchern über Stalking bisher gab. Ich habe also mit meiner Selbsthilfegruppe das Ende zusammengestaltet mit meinem Anwalt zusammen und habe also die Art To-Do-Liste im Anhang an das Buch auch nochmal als Schluss zusammengefasst. Ich habe also die juristischen Schritte auch nochmal genau aufgedröselt. Was kann ich tun? Was muss ich tun? Was muss ich lassen, um Mut zu machen? Es ist ein Mutmachbuch, um aus einer Lebenskrise wieder aufzustehen. Und ich behaupte jetzt einfach auch, es gibt so viele Lebenskrisen, wie es Leben gibt, unabhängig von dem Thema Stalking allein. Ob das ein abgebranntes Haus ist, heute jetzt viele Überflutungen, ob das ein Verlust vom Arbeitsplatz ist, der Tod der Familie, ich weiß es nicht, es gibt so viele Lebenskrisen. Ich habe in meinem Leben für mich entschlossen, immer, immer wieder aufzustehen, den steinigen Weg zu gehen. Es ist bequemer und einfacher, liegen zu bleiben, aber letztlich eben als Vorbild voranzutreten und zu sagen, ich schaffe das. Und wenn ich das geschafft habe, dann will ich die Welt verändern. In der Form, dass ich meine Ideen und meine Stärke heute zurückgebe an Menschen, die gerade schwach sind. Und das ist eine ganz, ganz wunderbare Arbeit. Und deshalb ist dieses Buch nicht nur was für Stalking-Betroffene, sondern eben ein Mutmachbuch. Und wenn du betroffen bist, gib es einfach weiter an die Familie, an die Freunde. Dann wissen die, du brauchst gar nicht mehr diskutieren, die wissen, was du gerade mitmachst. Und das war mir so wichtig bei der Buchgestaltung. Vielen, vielen Dank. Ich habe gerade unsere E-Mail reingeschrieben, kontakt@newspiritforum.com. Für alle, die uns auf Facebook zuschauen. Ja. Könnt ihr sehr, sehr gerne uns etwas schreiben. Wir haben den Chatverlauf mit ganzen Links, mit ganzen Tipps. Wir können den Chatverlauf euch zukommen lassen, beziehungsweise die Sammlung von den Links, die der liebe Ralf erwähnt hat, von Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen, sein Shop, seine Webseite. Wir haben alles. Fragt uns bitte. Es ist ganz, ganz wichtig. Fragt uns. Genau. Und genau. Wir stellen euch alles zur Verfügung, was wichtig ist zu wissen. Ich bedanke mich bei dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit, für diesen wunderbaren Vortrag und für deine Arbeit. Es ist so wichtig, Menschen das Gefühl zu geben, sie sind nicht allein. Und nicht nur das Gefühl, konkrete Tipps, wie du sagst in deinem Buch, sogar konkrete Anleitungen, was ist zu tun, an die Hand zu nehmen. Vielen lieben Dank für deine Arbeit, für dein Sein, dass du das so wundervoll machst. Millionen Dank für das tolle Gespräch mit dir, mit euch, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein, für die vielen interessanten Fragen auch. Jetzt kommt noch mal was hier von, jetzt ist es wieder weg, ich weiß nicht. Aber ja, also von meiner Seite einfach vielen lieben Dank. Wenn ihr wollt, wenn ihr mögt, könnt ihr mir gerne folgen auf Instagram, auf Facebook, ralf.scharrer oder Ralf Scharrer auf Facebook. Ihr findet mich auf jeden Fall. Und es gibt Woche für Woche spannende Themen rund um das Thema Stalking, aber auch aus meinem Leben als Schauspieler, Autor und Designer. Ich hoffe, dass ich bald ab September beginnt meine Tour, wieder größer auf Tour gehen kann und dann auch in der Nähe eurer Stadt bin. Vielleicht lernen wir uns ja wirklich alle mal sehr persönlich kennen bei einer Lesung oder einem anderen Auftritt von mir. Und ich verbleibe bis dahin und sage alles Liebe, alles Gute, toi 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 und sage bis bald, euer Ralf Scharrer. Tschüss. Danke. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss. Danke. Ciao.